Missionswort Jesus responde al mundo de hoy bringt die die Hoffnungsbotschaft mit Redner Walter Neufeld. Liebe Freunde, liebe Brüder, liebe Schwestern, ich freue mich, dass ihr da seid. Die Bibel hat heute für uns eine Frage. Eine Frage, was hindert uns, in Jesus zu kommen? Johannes, Kapitel 5, Vers 40. Jesus sagt, warum will ihr nicht mehr kommen? Was hindert ihr? Jesus lebt uns. Jesus bittet uns an, unsere Sünde zu vergeben, als für uns am Kreuz zu sterben. Jesus wird uns heilen wollen. Er wird wollen in unserem Herz wohnen mit seinem Heiligen Geist. Er ist in dem Himmel gefahren, für uns ein Tüßerei zu machen, dass wir eine Ewigkeit können, bei ihm sind. Und doch immer war da, wenn wir abgefordert wurden, nach Jesus zu kommen, als wenn innerlich sich eine Stimme durch ihn stellt. Als wenn in uns wird es, dass sich durch ihn stieper denn. Und wir sagen, jo, über dit, über jant, und was wollen die Menschen sein? Und ich habe meine Church, und was ich geliebt habe, das soll endlich genug sein, und ich hoffe ab dit, und ich hoffe ab jant, und ich lebe auch an Gott. Aber warum habe ich so viel Ausreden? Das ist doch ganz, ganz einfach. Jesus lud die an. Er sagt, komm nach mir. Wer nicht mitkommt, dem wurde ich nicht versteht. Wer immer du bist, ob du gut oder schlecht bist, ob du eine Church hast oder nicht. Komm nicht Jesus. Jeder Mensch braucht Jesus. Ohne Jesus gibt es keine Lösung. Er sieht, ich sehe die Wahrheit im Vater. Ich sehe das Leben. Ich sehe die Wahrheit. Und ohne mich kommt keiner im Vater. Wenn wir wollen, dass ich ein Leben habe, dann ist von dort der Zeit, nach Jesus zu kommen. Herr Jesus, wir haben so viel Ausreden gehabt, die uns davon aufgehört haben, nach dir zu kommen. Und von dort sagen wir dir, Jesus, wir wollen nu nach dir kommen. Komm in uns Herz nennen. Wir wollen mit dir Gemeinschaft haben. Verzeih uns all unsere Sünde. Wasch uns rein mit deinem Blut. Und gib uns das ewige Leben, das du für uns hast. Und mach uns frei von allem Bösen. Das bete ich in deinem Namen, Jesus. Amen. Bis zum nächsten Mal mit Hoffnungs-Botschaft.